Heute machen wir wieder drei neue Sachen, aufbauend auf dem, was wir bis jetzt gelernt haben. Und das Ziel soll heute mal sein, einen kleinen Schlüsselanhänger mit meinem Namen drauf. Ja, dann fangen wir da an. Wie wir das letzte Mal schon gemacht haben, Feinheit stelle ich da gleich ein, ist 150. Sag jetzt einfach. Dann starten wir mit dem Quader. Da wissen wir inzwischen schon, da müssen wir drinnen x, y und z angeben. Lass mal nochmal 40 lang sein, 20 breit und 10 hoch. Schauen wir nach. Da ist er schon. Dann mache ich eine Sphäre. Strichpunkt. Durchmesser ist, den machen wir jetzt recht klein. Und dann $FN ist fein. Da haben wir die schöne Kugel. Und jetzt kommt das erste neue. Da gibt es nämlich eine Funktion, die heißt Minkowski. Und was soll die beinhalten? Da startet sie, da hört sie auf. Und jetzt könnt ihr gespannt sein, was da passiert. Das passiert. Okay, also diese Funktion Minkowski macht nichts anderes, als dass sie den zweiten Körper nimmt. In meinem Fall ist das da die Kugel. Und mit dem Mittelpunkt von der Kugel fortsetzt entlang von jeder Kante von dem Quader. Und zieht dann eine Hülle um das entstehende Gebilde. Man sieht aber jetzt schon, wenn ich da genau in die Ebene kommt jetzt der Ball wieder. Natürlich kommt er wieder. Da werden wir gleich wieder Pause machen müssen. Ja, hallo Ball. Man sieht also, dass das jetzt da nach unten vergrößert ist. Der ganze Quader ist jetzt einfach größer als wie gedacht. Wenn ich den jetzt nach wie vor auf der XY-Ebene haben will, dann brauche ich nur sagen Translate. So. Und kurz überlegen, wie weit muss ich den jetzt in Z-Richtung verschieben? Naja, der Durchmesser von der Kugel ist 5. Das heißt, der Radius ist 2,5. Also 2,5. Und das ist eh der Minkowski mit die geschwungenen Klammer. So. Das heißt, jetzt ist er wieder in der XY-Ebene. Passt tadellos. Okay. So weit, so gut. Jetzt möchte ich ihn aber noch mittig irgendwie haben. Ich habe den da in Y-Richtung 20 breit. Das heißt, wenn ich den jetzt um minus 10 verschiebe, dann ist er da. Und das passt mal auch. Und dann machen wir es auch noch gleich in X-Richtung um 2,5. Dann ist er da genau an der Kante. Okay. Das war also das erste, was wir gemacht haben. Minkowski. Ich tue jetzt da den Quader schlicht und einfach ausblenden, indem ich da einen Kommentar draus mache. Stern, Schrägstrich. Weg ist er. Weil jetzt kommt das nächste. Ich möchte einen Text haben. Die Bohrung müsst ihr auch noch haben. Machen wir zuerst die Bohrung. Also, das ist der eine Körper und von dem machen wir es zuerst so. Von dem möchte ich einen Zylinder abziehen, ja? Zylinder. So. Durchmesser ist, das muss ich mir anschauen, wenn der 20 breit ist, lassen wir es mal 5, wir sehen gerade, dass ich sehe, wie hoch wie das ist, dann Höhe ist 20, hoppala, ist 20, $FN ist fein. Okay, dann habe ich jetzt da meinen Quader,
und den Zylinder. Den muss ich natürlich auch wieder verschieben, dass man da das Loch gibt. Translate. Und zwar verschieben wir den einmal hinunter, haben wir gesagt, in minus Z-Richtung. Jetzt ist er da unten. Und dann, ich glaube, den müssen wir fast ein bisschen größer machen. Probieren wir es mal mit 8. Ja, 7. So schaut es gut aus. Wenn der also jetzt da einen Radius von 7 hat, einen Durchmesser von 7 hat, du musst doch einmal in x-Richtung um 7 verschieben. Das schaut schon einmal gut aus. Können wir lassen. Und letztendlich habe ich da die Difference von dem bis hoppala, daher. Und schon haben wir da das Loch. Passt, kann ich einen Schlussloch machen. Wenn ich jetzt den Kubus nicht so hoch haben will, machen wir ein bisschen kleiner. 5, dann geht das auch. Wunderbar, passt soweit. Das heißt, der Schlüsselanhängerkörper ist jetzt einmal fertig. Difference haben wir ja schon gehabt. Minkowski war jetzt das Neue. Okay, das tun wir ganz kurz einmal ausblenden. Wir wissen ja, das ist noch da, aber halt kurz weg. Weil dann haben wir noch den Namen, den ich schreiben möchte. Ja, das ist schlicht und einfach Text. Fertig. Und da kann ich jetzt reinschreiben, Christian, machen wir es vielleicht doch vorne groß. Und schon habe ich da den Text. Und den kann ich jetzt noch ein bisschen da weiter bearbeiten. Ich gehe zum Beispiel immer da her, mache dann mein Textverarbeitungsprogramm auf, LibreOffice, und schaue nach, was gibt es denn da für Schriften. Und da die erste heißt gleich Caladea, das merke ich mir, weil einen von diesen Namen muss ich noch nehmen. Das ist halt bei jedem Computer unterschiedlich, was man zu Hause installiert hat. Also, schreiben wir rein. Font ist Caladea. F5 und schon hat sich's geändert. Ich hätte den aber gerne ein bisschen größer, also sagen wir, Size ist 12. Jetzt ist es größer. Und dann habe ich da noch, man sieht es da schon, V-A-Line ist, und das nennen wir jetzt Center. Wo ist es jetzt? Da fehlen mir die Anführungszeichen noch. Und schon ist es da genau in der Mitte. Gut, das einzige Problem, das wir damit haben, das schaut zwar aus, ja, machen wir vielleicht noch schöner noch. $FN ist fein. Okay, jetzt kann man sehen, was da gerade beim C oder so. Fein. Pauli geht. Die Schrift, auch wenn sie da ausschaut, als ob sie eine gewisse Dicke hätte, hat keine Dicke, weil das ist nur eine Schrift. Das heißt, ich muss die erst größer machen. Und das funktioniert da mit der nächsten Funktion, die wir da jetzt lernen. Das ist jetzt schon das dritte, gell? Linear Extrude. Und da muss ich sagen, wenn ich da nichts tue, gell, dann schaut das dann so aus. Hat irgendeinen Default-Wert. Ich sage einfach, Height, das ist die Höhe, ist, lassen wir es mal, Zähne sein. Okay, jetzt ist nur mehr Zähne. Passt. Der Pauli möchte aussehen. So, jetzt haben wir mal da die Schrift. Die werden wir aber auch verschieben müssen. Nur wohin? Ja.
Dazu hole ich mir jetzt einfach wieder da den Schlüsselkörper. Dann sehe ich schon, wie das da ausschaut, nämlich blöd. Jetzt könnt ihr da Folgendes machen, gell? Der Quader ist im Moment bei mir 5 hoch, plus 5 von der Kugel. Also mache ich da zum Beispiel nur 4, dann schaut die Schrift oben aus. Okay, optisch ist das jetzt ein bisschen schlecht gelöst. Und darum mache ich da den Schmäh. Ich schreibe da hin Color. So, Red. Das hat mit dem Druck und mit dem 3D-Modell überhaupt nichts zu tun. Das ist nur, dass ich da besser erkennen kann, was was ist. So. Ich weiß zum Beispiel auf der Unterseite steht es jetzt genau da. Das heißt, wir tun die Schrift einfach ein bisschen verschieben. Sagen wir. Um 1. So. Und dann brauchen wir sie aber nicht so hoch machen, sondern nur 9. So. Oder hat das besser ausgeschaut, wenn der Name draußen schaut? Probieren wir es mal so. Auf der Rückseite sehen wir jetzt nichts mehr. So, das heißt, wir können uns da bei dem Translate damit beschäftigen, wie weit tun wir das in X-Richtung rausschieben. Wir haben also da den Zylinder. 7, 8, 9, 10,5. Da müssen wir mal 15 umschieben. Das schaut irgendwie gut aus, gell? Also der Abstand da zum Schlüsselloch. Schlüsselloch, das ist kein Schlüsselloch. Schlüsselanhängerloch. Und alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist einfach da den Quader da verlängern. Probieren wir es mal mit 90. War fast zu viel. 85. Was ist nur mit 80? Ah, jetzt tun wir da herumreiten, gell? 83. Ja, das schaut nicht aus. Jetzt habe ich da einen Schlüsselanhänger. Da steht mein Name drauf. Den kann ich so, wie es jetzt da ist, ausdrucken. Und wir kennen das Spiel schon, gell? Feinheit ist 150. Da ist jetzt alles fertig. Datei speichern unter. Oi. Wo habe ich den drinnen gehabt? Dokumente, Schule, digitale Welt, OpenSCAD. Schlüsselanhänger neu, 2. Speichern. Das heißt, das war also F5, war das Rendern. F6. Jetzt machen wir da das 3D-Modell. Das tut schon. Es dauert halt ein bisschen. Fertig, F7, Schlüsselanhänger neu 2, sagen wir einfach nur speichern, fertig ist die Geschichte. Passt. Dann starte ich mir jetzt da eine Konsole, gehe auf Downloads, brauche ich eigentlich nicht, .slash Downloads Ultimaker. Warum klingt das 3D-Modell? Ich hole nur die SD-Karten. Die SD-Karten ist eingehängt. Dann machen wir da jetzt auf. Dokumente. Schlüsselanhänger neue 2. Und da ist er. Man sieht schon, das ist ein recht ein großes Drum.
ich kümmere mich da immer in dem Kura, um das auf die richtige Größe zu bringen. Probieren wir es mal 50% verkleinern. Dann sehe ich schon, der ist 5,5 mm dick und 44 mm lang. Das passt gerade für einen Schlüsselanhänger und 13 mm breit. Wunderbar. Ich habe die Feinheit. Ich brauche. Na, das kann er so drucken. Da brauche ich keinen Support. Da brauche ich keine Adhäsion. Infill passt. So, Slice. 19 Minuten. Das geht. Safe. Fertig. Wie das Drucken funktioniert, damit langweile ich euch heute da nicht mehr, weil das haben wir schon gesehen, wie das geht. Das geht genau gleich. Und dann schauen wir uns nachher das fertige Teil an. Okay? Das war's also. Zusammenfassend, Text, linear extrude. Was haben wir noch gehabt? Minkowski. Naja, und bei den drei Neuheiten sind es eigentlich vier, weil das mit dem Color habe ich vorher noch nie gesagt. Okay. Auf geht's zum Drucken. Bis später. So, da habe ich ihn einmal ausgedruckt. Aber man sieht schon, das ist dann doch ein bisschen zu klein. Und da die Schrift, das sind einfach da die Grenzen von dem 3D-Drucker. Das ist die Originalgröße, so wie wir es programmiert haben. Tadellos. Die abgerundeten Ecken. Sieht man wunderbar rundherum. Die Schrift ist gut lesbar. Passt.